Erste Anruferin heute Nacht ist Dunja und Dunja ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dunja. Hallo Dunja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist der Mythos vom vaginalen Orgasmus. Der Mythos vom vaginalen Orgasmus. Genau. Warum ist das ein Mythos? Ja, das ist der Mythos. Also erstmal eine kleine Vorgeschichte. Und zwar höre ich das immer wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass sich also Frauen darüber beklagen, dass sie irgendwie also direkt beim Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus kommen. Mhm. Und dass sie halt einfach gar nicht wissen, also weil es gibt ja diesen sagt ihr bestimmt auch was, der Begriff klitoraler und vaginaler Orgasmus. Sagt mir auch was, ja. Genau, und dass es diesen vaginalen Orgasmus im Prinzip halt eigentlich gar nicht gibt. Aha. Weil in der Vagina selber halt einfach nicht genügend Nervenstränge vorhanden sind. Mhm. Und dass der Orgasmus geht ja vom Kitzler, also von der Klitoris aus. Mhm. Die Klitoris ist ja praktisch das, was also beim was der was bei den Männern der Penis ist, ist so. Ja irgendwie bei den nur Frauen. In kleinen dann, ne? Genau, ja. Nur kleiner. Und irgendwie, was heißt, regt mich das auf? Aber das wird in vielen, also selbst in Fachbüchern und so, irgendwie falsch hingestellt. Und ich finde das einfach nicht in Ordnung, weil ich auch immer wieder höre. Also du sagst, dieses ganze Gerede von dem vaginalen Orgasmus ist Unsinn. Genau. Und so, das sagst du auch aus eigener Erfahrung? Das sage ich aus eigener Erfahrung und ich habe mich halt auch lange mit dem Thema beschäftigt. Inwiefern? Außer auch irgendwie beruflich oder? Also ich studiere Pädagogik und so. Bin schon sehr so auf frauenzentrierten Themen, also da beschäftige ich mich schon sehr mit und halt auch mit der Sexualität. Mhm. Und und wenn man da so ein bisschen anatomische Kenntnisse hat, dann leuchtet das natürlich auch ein. Mhm. Bloß das wird immer wieder falsch dargestellt, egal. Also wer stellt das denn eigentlich falsch dar? Von welcher Seite kommt das? Medien, ne? Irgendwie öffentliche Seiten halt. Naja, Medien, öffentliche Seiten. Naja, sei es Fernsehen, überall hört man das. Es zentriert sich immer nur auf den Geschlechtsverkehr selber, wenn es um Orgasmen geht. Und das ist halt bei der Frau einfach nicht so. Ich meine, ich sag nicht, natürlich, wenn man in einer ganz bestimmten Stellung ist, wo der Kitz da natürlich gereizt wird, dann geht das natürlich auch beim Geschlechtsverkehr. Mhm, ne? Aber es geht halt einfach nicht von der Scheide aus. Mhm. Wie kommt das, dass du dich da so intensiv mit beschäftigst? Weil ich habe das früher also selber lange Zeit nicht gewusst. Also ich bin jetzt mittlerweile 28. Mhm. Ich war ja auch mal ein bisschen jünger und hab halt auch bei mir festgestellt, dass es irgendwie nicht funktioniert beim Geschlechtsverkehr, weil ich dachte es auch immer. Und bis ich dann halt mal bis ich mich quasi damit abgefunden habe, dass es halt nur über Reizung des Kitzlers geht. Mhm. Und bin dann irgendwann auf Literatur gestoßen und so weiter und so fort. Ja. Und dann war mir das Ganze natürlich auch klar. Und ich finde es halt super schade, dass so viele Frauen oder auch Männer natürlich, ne? Männer, aber sehr, ne? Ne, überhaupt nicht bescheiden. Ja, ja. Und müssten nicht so sehr viele Frauen ohne Orgasmus leben. Genau. In jahrelangen Ehen. Genau. Zum Beispiel. Wie sind denn so die Reaktionen, wenn du mit Frauen oder mit Freundinnen intim über dieses Thema redest? Was sagen die dazu? Teilen die deine Auffassung oder gibt es da auch Auseinandersetzungen? Nee, die teilen schon meine Auffassung. Mhm. Also teils natürlich. Also ich hatte neulich erst eine Freundin im Bekanntenkreis. Die hatte mir das halt, ich kenne die noch nicht so lange, ist jetzt mittlerweile halt eine gute Freundin von mir. Und da kam ich mit ihr auf das Thema zu sprechen und sie dachte schon, dass da mit ihr was nicht in Ordnung ist. Mhm. Und dann habe ich ihr das halt so erzählt. Da meinte sie, ja wirklich, und das gibt's doch gar nicht. Und warum ich das denn wüsste und warum sie das nicht weiß. Und dann meinte ich, ja, darum kann ich jetzt auch keine Antwort so drauf geben. Mhm. Und dann haben wir halt drüber gesprochen. Da sagte sie, sie findet das ja echt phänomenal. Ne? Mhm. Und hat das dann erstmal weitergetragen. Also es ist halt teils. Einige Wissens. Ich glaube, es sind auch überwiegend die Frauen, die es wissen, die sich also früher halt selber oder überhaupt selber befriedigt haben. Ja, und die sich natürlich auch sehr mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen. Ne? Genau. Nun bist du ja schon in dieser Beziehung eine Fachfrau, die sich zumindest sehr damit beschäftigt. Was würdest du denn jetzt an dieser Stelle, wir haben ja die Möglichkeit jetzt zu informieren, auch die Männer zu informieren, was würdest du den Männern raten, wie sie am klügsten und am besten mit ihren Freundinnen im Bett umgehen sollten? Ich würde erstmal sagen, ich meine, vorausgesetzt, die Frauen kennen sich mit ihrem Körper aus, dass da erstmal... Das ist ein wichtiger Satz, ne? Das ist immer die Voraussetzung, ne? Und vor allen Dingen Kommunikation, ne? Dass man da also als Frau nicht liegt und, sich nicht beteiligt, sondern dass man dann auch schon mal darauf hinweist, dass es da halt auch noch einen Kitzler gibt, der dann auch befriedigt werden möchte. Mhm. Mhm. So eine Technik, hast du noch einen Techniktipp, einen ganz konkreten Techniktipp?
Nee, den habe ich nicht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ob es die Zunge ist oder der Finger oder irgendwelche anderen Sachen. Aber du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt. Bevor die Männer das richtig machen können, müssen die Frauen auch stimmig mit ihrem Körper sein. Ne? Genau. Und sehr viel über ihren Körper wissen und auch sehr viel Spaß haben können mit ihrem Körper. Ne? Ja, genau. Aber ich denke, viele Frauen scheuen sich einfach noch, sich da mal selbst ein bisschen anzufassen. Ne? Ja. Leider Gottes und mir immer unverständlich, wenn ich das hier auch höre. Ja. In der Sendung. Ja, finde ich auch. Also Mythos vaginaler Orgasmus. Genau. Ne? Mythos. Ich danke dir für die Aufklärung. Wir haben alle sehr, sehr intensiv zugehört. Okay. Und manch eine Frau wird sicher sich jetzt die einen oder anderen Gedanken machen und Konsequenzen rausziehen. Genau, und ansonsten vielleicht mal irgendwie auch Literatur besorgen. So, und die Literatur gibt es im Fachhandel, im Frauenbuchladen. Genau, gibt es da schon ganz schöne Bücher. Ach, Unmengen, viel zu viel vielleicht manchmal sogar, dass man gar nicht weiß, wo man zugreifen soll. Genau, mit Zeichnungen und so weiter und so fort. Ich danke, du bist Studentin, sagst du, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Danke für deinen Anruf. Okay. Also alles Gute. Alles klar, dir auch. Wiederhören. Tschüss. Jetzt kommt Nicoletta. Ist auch nicht, hört man auch nicht jeden Tag. Nicoletta, guten Tag. Ja, guten Tag. 23 Jahre alt. Ja, genau. Um was geht es? Ja, und zwar auch um das Thema angeblicher Mythos vaginaler Orgasmus. Aha. Ja, da möchte ich gerne was zu sagen. Ja. Also die Dame, die gerade mit dir gesprochen hat. Die Dunja. Das hat mich ja maßlos aufgeregt, was die Dame gesagt hat. Mhm. Erzähl, warum? Ja, weil sie behauptet, sowas gibt's nicht. Mhm. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es das doch gibt. Mhm. Nur habe ich halt auch jahrelang geglaubt, wahrscheinlich bin ich die einzige Frau, die sowas nicht haben kann. Und irgendwas stimmt mit mir nicht. Nur jetzt habe ich halt meinen Partner gefunden, mit dem das auch klappt. Mit dem du einen vaginalen Orgasmus hast. Ja. Ich bin da ganz verspannt, darüber zu reden. Weil ich habe wirklich zwei Fronten so in meinem Bekanntenkreis, Bekanntinnenkreis. Mhm. Die einen sagen genau wie du, dass es eine Frage der Entdeckung ist. Und die anderen sagen, das ist völliger Blödsinn, gibt's nicht. Das ist irgendeine Ausgeburt von Feministinnen oder weil ich weiß nicht wer. Ich weiß nicht, oder von Sexualforscherinnen. Ich weiß es nicht. Sodass ich mir das jetzt einfach von dir mal erzählen lasse. Wie ist das zustande gekommen? Was hat der Partner gemacht? Ja, also er ist halt der Erste gewesen, der auch wirklich richtig auf mich eingegangen ist. Und er ist auch der Erste, mit dem ich über Sex rede. Mhm. Mhm. Also ich war vorher, also man kann sagen, so richtig verklemmt. Mhm. Schon so aufgewachsen und erzogen und Thema Sex. Hast du denn früher mit dir entspannt selbst schönen Sex gehabt? Hast du masturbiert? Nein. Hast du nicht? Nein. Machst du das denn jetzt? Jein. Na, jein gibt's nicht beim... Selten. Selten? Selten, sehr selten. Liegt das daran, dass du so tollen Sex mit deinem Freund hast? Oder liegt es irgendwie doch daran, dass du das, dass es dir doch nicht so gefällt und dass es ablehnst vielleicht gar? Nö, also ich finde eigentlich, also ich bin total glücklich mit ihm. Mhm. Er ist auch der Erste eigentlich, mit dem ich wirklich glücklich bin, weil er auch wirklich auf mich eingeht und mit mir redet. Mhm. Und aber das ist ja doch erstaunlich, wenn du vorher so verklemmt drauf warst, nicht mal masturbiert hast und jetzt mit deinem jetzigen Freund so eine dolle sexuelle Erfahrung machst. Ja, das war eigentlich, es kam auf einmal hoppla hopp kam das so und dann... Habt ihr denn zuerst geredet und dann kam es? Oder habt Nein, also das hat schon seine Zeit gebraucht. Bestimmt ein Jahr lang hat das gebraucht. Habt ihr geübt? In unserer Beziehung auch darüber reden gelernt. Achso, aber währenddessen lief so die Technik, das Techniktraining auch schon? Also ich habe halt gelernt, auch zu sagen, was mir gefällt. Mhm. Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Was ich vorher auch nicht gemacht habe. Jetzt erklär uns den Unterschied zwischen einem vaginalen Orgasmus nach deiner Erfahrung, wie du es gemacht hast, und dem klitoralen Orgasmus. Ja, den Unterschied ist einfach schöner. Mhm. Es ist einfach viel schöner, weil man spürt den Partner viel mehr. Es ist ein umfassenderes Gefühl. Es ist beides schön. Mhm. Ja, also... ja, es ist natürlich bei diesen... Bei Gefühlen solcher Art sehr schwer, das in Worte zu kleiden eben. Und zu sagen, wie ist das? Und ja, eben. Würdest du denn sagen, ist es intensiver? Ja, schon.
Ja. Aber das andere ist auch intensiv. Aber es ist ja, halt, eben. Es ist anders. Da kann man gar nicht entscheiden, was ist intensiver und was weniger. Weil, ist es denn so, dass ihr, wenn ihr miteinander schlaft, du einen vaginalen Orgasmus hast? Nein, immer nicht. Mhm. Immer nicht. Aber schon häufig. Mhm. Ja. Und das hat der Freund zustande gebracht? Ja, und das ist der erste. Und bei dem bleibe ich auf jeden Fall. Du meinst, ein anderer kann es gar nicht besser machen? Genau. Mhm. Gelingt dir denn, du machst das nicht oft, aber du masturbierst schon ab und zu mal? Ja, selten. Aber ab und zu schon mal? Ja. Ich frage deshalb so genau, weil ich das wissen möchte. Gelingt dir denn mit dir alleine ein vaginaler Orgasmus? Mit dir oder mit kleineren Hilfsmitteln, mit Gegenständen? Eigentlich nicht, nee. Mhm. Nee. Also ich weiß nicht, ich kann mir an mir selber nicht so gut rumdoktern, mein Freund an mir. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie zwei linke Hände für. Das ist ja schon erstaunlich, dass das so viele Frauen haben und sagen, das ist bei Männern eigentlich nie der Fall. Das wird ein Mann, glaube ich, nie sagen. Ich kann mir selbst den Orgasmus nicht so beibringen wie eine Frau. Das habe ich noch nie einem Mann sagen hören. Mhm. Ihr seid schon komplizierte Wesen. Ja. Und komplizierte, anspruchsvolle Wesen. Bei ihm ist es mir sehr leicht gefallen, auch darüber reden zu können, weil ich eine mit der ersten Freundinnen war, die er hatte. Ach so. Und also das ist ja schon sehr, sehr angenehm, weil du warst ja irgendwie auch noch so ein bisschen unbedarft und er dann auch. Ja, genau. Und dann konnte man richtig toll entdecken. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt an 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Ist die Entwicklung in der Sexualität so, dass da noch ständig neue Dinge passieren? Ja, schon. Also man entdeckt immer wieder was Neues. Wer weiß, wo das hinführt, Nicoletta. Ja. Also wir sind immer am Suchen. Ja, ja. Also du hast deinen Mann fürs Leben gefunden, der dir den optimalen vaginalen Orgasmus bereitet. Und deswegen wollte ich jetzt auch nochmal was sagen. Und zwar die anderen Frauen, Jungfrauen, die jetzt noch zuhören, wollte ich noch ein bisschen Mut machen und sagen, hört nicht auf so einen Quatsch, sowas gibt's nicht. Mhm. Ich habe es erlebt und ich erlebe es immer noch. Mhm. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine Lawine losgetreten. Jetzt werden sich die Fraktionen sicher melden bei uns, die sagen ja, natürlich und völliger Blödsinn, nein. Ja, da bin ich mal neugierig drauf. Ja, ich auch. In diesem Sinne, Nicoletta. Alles Gute und viel Spaß beim Sex weiter mit deinem tollen Freund. Okay, super. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.